Das war so das Vieh, was so abgespackt ist. Okay. 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 Bitte einmal zweite Etage. Ich will zurück. Ah. Als Eisdeck hätte ich hier total Muffensausen. Schauen wir erstmal, wofür wir am meisten Munition haben. Ja, wird mal Zeit echt, dass wir... Nein, mit der Waffe ein bisschen rumspielen. Awesome. Na 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 na. Monorail, Monorail, Monorail. Ich trau dem Scheiß nicht. So, wollen wir etwas Neues hinzufügen? Natürlich. Die heruntergeladene Energiekanone und die heruntergeladene Laserkanone. Huh. Energiekanone. Kinesebooster. Kurze Entfernung. Nee. Laserkanone. Energieprojektor für schwere Schäden. Sieht ganz interessant aus. Der Bildschirm ist am Wackeln. Hilfe! Okay, wir haben zu viel Strahlmunition und Strahlmunition und Strahlmunition haben wir zu viel. Meine Güte, wie viel Geld man einsammelt. Ha! 4 Energieknoten! 4 Stück! An der Zahl! Achso, ich hab ich nicht bestellt. Wow! Dieser Typ ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Kotzbrocken. Blödes Arsch. Lalala. So. Und wir fahren wieder mit der Monorail. Und das heißt für uns, Kapitel Nummer 4, abgeschlossen. Super! Ach, ist das schön. Möchten Sie speichern? Ja, natürlich. Wer möchte das nicht? Tödliche Hingabe. Okay, jetzt geht's zum Wissenschaftsdeck, beziehungsweise zur Krankenstation. Auf geht's, Leute! Und wir betrachten wieder einmal den wunderbaren Ladebildschirm ohne Ladebalken. Und es dauert nicht mal nicht so lange. Diesmal, genau. Hier kennen wir uns ja bereits aus. Aber hier ist das Licht ausgegangen. Was ist passiert? Die ganzen Leichensäcke sind weg. Hier ist was geschlüpft. Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Hm. Leute, hier ist übrigens der Beweis. Es ist etwas geschlüpft. Nein. War das gezeichnet vorher auch schon? Das wäre interessant. Wenn man irgendwie so Sozialwissenschaftler wäre, wäre das doch bestimmt etwas Interessantes.
Ich interessiere mich eigentlich entweder für Energieknoten oder für einen neuen Anzug. Für Munition auf keinen Fall. Munition kriegt man nachgeschmissen. Weg frei. Oh shit. Was geht hier ab? Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Oh, es weiß jemand, dass ich hier bin. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Jetzt ist das offen. Okay. Yay, ich freue mich schon richtig. Es kann doch gleich richtig... Es können doch richtig tolle Sachen passieren. Lebenserhaltung. Sieht aus wie komische DNA-Stränge. Licht. Wo sind wir wieder? Diagnostic Lab. Hier lang? Nein, Leute, es wird dunkel. Nein! Ah, wenn ich eins an Horrorspielen hasse, ist es komplette Dunkelheit. Bitte, danke. Ich werde mich wieder erschrecken, wie beim letzten Mal, als wir hier lang gelaufen sind. Komm, 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 hör auf damit. Ah, Ärmchen raus. Ich meine, das sind mutierte Babys. Bäh. Kranke Viecher hier, schaut euch die Gesichter an. Was? Licht geht an. Licht bleib an, bitte, bitte. Schock. Jetzt kommt ein Schock. Ah, und die Leiche ist auch weg. Ah, Leute. Erhöhte Strahlung, ja. Außer Rand und Band. Erstmal gehen wir dahin. Uff. So. Laserkanone. Ach Gott, braucht die viel. Strahlenkanone haben wir hier schon. Die Mine könnten wir verstärken. Das wäre eine gute Idee für solche Massen. Einmal das Nachladen verbessern. Und ein zweites Mal. Ach, Leute. Mach den Klotz zu. Rabam! Alles freundlich hier drin? Bestimmt nicht. Why?
Hier sind mir wieder zu viele Lüftungskanäle. Wehe, das Teil fliegt gleich echt auf mich drauf. Was? So, da hast du was. Explodier endlich, Miss Key. Munition haben wir genug. Wir haben den Halbleiter Rubin nicht verkauft. Warum machen wir das nicht? Oh, na Scheiße, das sieht so ekelhaft aus. Naja. Jemand, der noch nicht transformiert ist. Interessant. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Ja, das kannst du mal schön machen. Ich werde währenddessen wieder mal speichern. Ist das nervenaufreibend. Hilfe! Ich habe keine Lust auf Überraschung. Chemical Research Lab. Danger! The Ishimura Chemical Research Lab contains was? Volatile chemicals and toxic biological agents. Maintain safety procedures at all time. Procedures. Ah, procedures. Okay. Concordance Extraction Corporation. Let's get on. Juhu!